Liebe Leute, ich grüße euch recht herzlich zu der Schneebergüberschreitung im Herbst. Wenn ihr wissen möchtet, wie der untere Herminensteig und der obere Herminensteig ausschaut, die Schlüsselstellen, oben das Hochplateau, die Gipfelkreuze, die sich hier oben befinden, Elisabethkirchlein. Wenn ihr das alles sehen möchtet, dann bleibt dran. Und jetzt nehme ich euch mit zu der Schneebergüberschreitung. Die Tour beginnt im Schneebergdörfel, führt über den unteren Herminensteig zu einer Quelle. Weiter geht es in Richtung nördlichen Grafensteig, zum Einstieg von oberen Herminensteig. Die Route verläuft weiter zur Hochschneebergbahn Richtung Elisabethkirchlein, zum Aussichtspunkt Paradies der Blicke zum Wachsriegel Gipfelkreuz. Nun führt die Route weiter zum Klosterwappen auf dem Hochschneeberg Gipfelkreuz und weiter zur Fischerhütte und Kaiserstein. Der Abstieg verläuft über den Nadelgrat zum Ausgangspunkt Schneebergdörfel. Also gestartet wird am unteren Herminensteig. Hier sieht man, wir haben noch ungefähr 15 Minuten bis zum Einstieg. Also da oben, da befindet sich irgendwo die Schlüsselstelle von dem unteren Herminensteig. Also ich glaube, das war die Schlüsselstelle von dem unteren Herminensteig. Und jetzt sind wir da auf ein richtig schönes Platzerl gekommen. Also von hier kann man schon die erste Hütte von der Zahnradbahn, vom Schneeberg Bahnhof erkennen. Ich hoffe, man sieht das so auf die Bilder. Ich kann es leider nicht zoomen. Phänomenale Aussicht. Perfektes Wetter. Da ist momentan Leben eingekehrt. Brutal. Also die sind alle aufgetaut. Oh, eine Quelle. Und da geht es jetzt entlang das ist der Grafensteig und wie man da sieht zum oberen Herminensteig 15 Minuten, dann geht die Felskletterei voraussichtlich los. Ja, jetzt geht es den Grafensteig entlang. Jetzt darf ich euch nur geschwind was vom Elisabethkirchlein erzählen. Also da bin ich schon gespannt, wie die ausschaut. Das ist ein markanter Punkt. Boah. Schaut euch das an. Ja, da geht's rauf. Das ist wieder eine Kletterei da. So, aber jetzt zum Elisabethkirchlein. Das ist schon Wahnsinn. Da. Ja, das Elisabethkirchlein, das wurde ja gebaut vom Kaiser Franz Josef I. 1901. Im Andenken von der Kaiserin Elisabeth
auch bekannt unter dem Namen, da kennt ihr von den Fernsehfilmen, Sissi, die was ja ab 1898 mit einem Stich ins Herz, mit einer kleinen Pfeile bei einem Attentat in Genf ermordet wurde. Ja, und da bin ich schon gespannt, wie das Ganze ausschaut. Und ja, lasst euch überraschen. So, und da geht's jetzt zum Einstieg von den oberen Herminensteig. Mal kurz die Aussicht genießen. Schön langsam wird der Herminensteig, der obere, schon etwas anspruchsvoller. Mehr Geröll, mehr Steine. War brav. Was? Das Schneebergdörfel, da bin ich gestartet. Also später geht es dann auch wieder retour. Ja, mal schauen. Das ist auch noch ein langer Weg. Jetzt geht die leichte Felskletterei los. Wird spannend. Super. Muss ich leider die Kamera wegpacken. Suche ein wenig zum Klettern ist. Aber ich glaube, ihr kriegt so einen Eindruck, wie es da weiter rauf geht dann. Ja. Also da oben, da erkennt man schon die Fischerhütte. Also das ist mein Ziel, da müssen wir noch rauf. Ja, und so schaut das gebirgsmassiv aus. Und da geht der Weg eben weiter. Also da oben, da erkennt man schon die Schneeberg-Bergstation. Also man kann da auch mit der Zahnradbahn rauffahren. Also man muss nicht unbedingt drauf gehen, so wie ich das gemacht habe. Und der weitere Wegverlauf führt über die Felszacken zu den Gipfel darauf. Und da ist dann der Ausstieg. Und da müssen wir jetzt weiter.
So, das was wir hier sehen, das ist die Schlüsselstelle vom oberen Herminensteig. Also schaut nicht so schwierig aus, aber leider muss ich da die Kamera wegpacken. Das! Ah, Kruzifix. Ah, der Weg verläuft über die Felsspitzen. Ja, über mir, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da glaube ich kreisen schon die Geier. Die Hütte kommt auch immer näher. Wahrscheinlich eine halbe Stunde. Jetzt kommt eine kleine Versicherung. Eine Seilversicherung. Na schön. Ich hab's gerade geschafft. Ich bin gerade am Ausstieg vom oberen Herminensteig angekommen. Vor mir liegt gerade die Felskletterei, und wo ich gerade darüber geklettert bin. So, da drüben ist das Berghotel bzw. die Hütte. Da werden wir rüber starten. Im Hintergrund sieht man schon das Elisabeth Kirchlein. Das werden wir sich auch anschauen. Da bin ich jetzt schon gespannt, wie das ausschaut. Das ist ein recht markanter Punkt. Ja, und so schaut der Ausstieg aus. Auf der linken Seite sieht man das Gipfelkreuz vom Hochschneeberg. Da werden wir rübergehen. Oder ich werde darüber gehen. Und dann werde ich über die Kanten zu der Fischerhütte rübergehen. Und dann den Nadelgrat, das ist der Bergrücken, der was so runter rennt. Da werde ich dann absteigen. So, mittlerweile bin ich bei der Hütte angekommen. Da sieht man noch mal den Grat. Oder beziehungsweise einen Teil vom Grat, wo ich gerade am aufgestiegen bin. Von der Richtung bin ich gerade gekommen. Und das ist eben die Hütte. Die Fotos im 19. Ich glaube die Bergbahn, wie es einer fährt. Super. Ja.
Ein wunderschöner Kinderspielplatz. Alles da für die Kleinen. Ja, schade, dass es leider abgeschlossen ist. Jetzt kann man leider nicht reinschauen. Aber schaut euch das einmal an. Das ist ja fantastisch. Da oben ist das Wachsriegel Gipfelkreuz. Da werden wir nachher auch noch raufgehen. Und mittlerweile fährt die Bahn schon wieder runter, retour. Also das ist jetzt der Punkt Paradies der Blicke. So, mittlerweile bin ich am Gipfelkreuz Wachsriegel angekommen. Super Gipfelkreuz, auf jeden Fall mal Bergheiler Nolle. Wahnsinn. Das ist der nächste Gipfel da oben. Da werde ich, ja, das wird wahrscheinlich nur eine halbe Stunde dauern. Dann bin ich da oben. Aber jetzt schauen wir uns einmal das Gipfelkreuz an.
Also da hinten, ganz hinten, da sieht man sogar Wien. Das ist so echt der Wahnsinn, was heute, was man für richtige Fernsicht. So, das Gipfel, glaube ich, jetzt kommt schon langsam immer näher. Mittlerweile, ja, bin ich selber auch schon etwas angeschlagen von der Tour. Aber ich glaube, ich werde das alles noch bewältigen. So, schon langsam kommt der Gipfel immer näher. Ich denke, auf dem Video wird man es wahrscheinlich auch schon erkennen können, das Gipfelkreuz. Was das links daneben ist, das weiß ich nicht, was das ist, da muss ich noch mal recherchieren. Oder vielleicht weiß einer von euch und kann es in die Kommentare irgendwo reinschreiben. Ja, und da geht es jetzt auf. Wie man da sieht, die Flugzeuge, die kommen auch schon immer näher. Und schaut mal, was da jetzt kommt. Das ist das nächste Gipfelkreuz. Der Rückblick zum Max-Riegel-Gipfelkreuz, wo wir vorher waren. Da sieht man nochmal den Grat, wo ich raufmarschiert bin. Jetzt geht's weiter zu der Fischehütte. Da ganz links sieht man so den Kaiserstein. Da werden wir kurz einen Rundum nochmal machen. Ja, Fischehütte. Also da unten ist das Schneedörfel, da ist der Ausgangspunkt.
der Grat da, das ist der Nadelgrat. Das wird der Rückweg. Also da drüben, wo die zwei sitzen, da ist der Aus- bzw. Einstieg zum Nadelgrat. Also das, was man da vor uns sieht, das ist jetzt der Nadelgrat. Dann werde ich jetzt absteigen. Wird, ja, wird auch eine kleine Herausforderung werden. Also das ist jetzt der Einstieg vom Nadelgrat. Da verläuft der Weg dann so runter, dann so rüber und dann wieder Richtung Auto. Momentan zieht es etwas zu, damit die Wolken, also ich werde mich beeilen, damit ich da schnellstmöglich runterkomme. Ja, brutal. Ja, hauptsächlich geht es da entlang. Das Problem bei dem Weg ist, der ist ziemlich schwierig. Also Geröll. Wenn man da einmal kurz nicht aufpasst, dann, ja, dann kann es passieren, dass man abstürzt. Ja, man sieht, ich stecke da mitten in die Wolken drinnen. So schnell kann es zuziehen. Aber ja, brutal. Also der obere Weg, der war wirklich, ja, also Abstieg. Uah! Also abstiegsmäßig katastrophal. Obwohl ich bin momentan eh noch ganz oben. Ah ja. Na schaut, jetzt ist die Fernsicht zumindest vorbei. Also absteigen, no go. Der ist rutschig, der ist glitschig, man kann sich zum Teil gar nicht so richtig festhalten. So, schauen wir, wie es da aufgeht. Immer der einzige Vorteil ist, wenn es so zuzieht, dass man nicht sieht, wie weit das zum Auto ist. Naja. Der Nadelgrat, seinen Namen gerecht, wenn man sich das so anschaut. Also überall lauter Latschen. Also, wie man das gerade sagt, ist eine richtige Rollpartie. Also da ein falscher Tritt, dann rutscht man da runter.
Der ist noch nicht ganz zu Ende. So, mittlerweile befinde ich mich am unteren Ende vom Nadelsteig bzw. am Ausstieg. So, aber jetzt habe ich es bald geschafft. Jetzt bin ich bald rum, nur ein paar Kilometer. Dann bin ich wieder beim Auto. So, zum Abschluss noch mal da links das Schneebergmassiv. Also, das ist der Herminesteig, der was da rauf geht. Und rechts, das ist der Nadelgrat. Mittlerweile bin ich fast beim Auto angekommen. Ich bin fix und fertig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich vom Auto das Gaspedal noch irgendwie bedienen kann. Die technischen Daten, also es waren 12 Stunden und 30 Minuten Fußmarsch, wobei ungefähr gesamt 30 Minuten Pause waren, sonst ist alles durchgegangen. Es waren 1600 Höhenmeter in Summe Aufstieg und ungefähr 20 Kilometer. So. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und ich wünsche euch nur eine gute Zeit.